Draußen auf den Straßen der Hansestadt könnte es also mächtig knallen, wenn am Freitag und Sonnabend die Staats- und Regierungschefs der großen Wirtschaftsmächte und der EU zusammenkommen. Hamburg sieht sich allerdings gut vorbereitet, wie wir eben schon gehört haben. Das lobte auch der Bundesinnenminister heute ausdrücklich beim Besuch seines Amtskollegen in der Hansestadt. Die Polizeien Hamburgs, der Länder und des Bundes und aller Sicherheitsbehörden sind ausgezeichnet vorbereitet, haben sich sehr, sehr intensiv ja auch auf dieses Ereignis hin gemeinsam vorbereitet. Das ist ein Einsatz, der in der Dimension, in der Komplexität und in der Intensität des Zusammenwirkens so bisher noch nie stattgefunden hat. Die Zusammenarbeit läuft hervorragend. Wir haben alle polizeilichen Fähigkeiten, die wir brauchen, hier, um mit der Lage dann auch gut zurechtzukommen. Unsere Linie ist ja, dass wir das Gipfelprogramm, aber eben auch das gesamte zivilgesellschaftliche Programm hier so über die Bühne bringen wollen, dass am Ende alle sagen, das hat in Hamburg ordentlich funktioniert. Wir wissen, dass wir ein paar Herausforderungen haben in der Sicherheitslage. Wir wissen, dass wir neben dem vielen, vielen friedlichen Protest auch einen nicht kleines, gewaltbereites Potenzial haben, mit dem wir auch sehr konsequent und sehr entschlossen umgehen werden. Ansonsten wird die Polizei sehr freundlich, sehr zugewandt auftreten. Sie geht mit großer Ruhe und Konzentration in diesen Einsatz hinein. Wir werden aber auch dort, wo es zu Störungen kommt, dann eben sehr konsequent vorgehen. Mein Eindruck von dem Stand der Vorbereitung ist ausgezeichnet. Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben einen ausgezeichneten Job gemacht, diesen sehr komplizierten Einsatz vorzubereiten. Die Unterstützung durch die Länder und den Bund ist ebenfalls ausgezeichnet und die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet. Die Sicherheitskräfte hier, das ganze Sicherheitskonzept, hat zum Ziel, die Sicherheit der Hamburgerinnen und Hamburger zu schützen, auch die Sicherheit friedlicher Demonstranten zu schützen und die Sicherheit der Teilnehmer an diesem Gipfel zu schützen. Friedlicher Protest ist in unserer Demokratie willkommen und erlaubt. Gewalttätiger Protest kann sich nicht auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen und wird unterbunden. Ich finde die Haltung, die hier von Hamburg gezeigt wird, einer, wenn Sie so wollen, Mischung von Gelassenheit und Entschlossenheit genau richtig. Das entspricht dem Wesen unserer freiheitlichen Demokratie und das wird auch so durchgehalten. Kein Demonstrant kann bestimmen, ob, wann und wo sich Staats- und Regierungschefs in der Bundesrepublik Deutschland auf Einladung der Bundeskanzlerin treffen. Dies ist ein wichtiges Treffen für die internationale Zusammenarbeit großer Herausforderungen, die Welt gemeinsam zu bewältigen hat, vom Klimaschutz über den Kampf gegen den Terrorismus, den Armut in der Welt und vieles andere mehr. Dagegen kann man sein, dagegen kann man auch protestieren, man kann auch die Gipfelteilnehmer hinweisen auf die Dringlichkeit besonderer Probleme. Das ist alles willkommen und erwünscht, aber eine Störung dieser Veranstaltung wird nicht stattfinden.